Hey Freunde, schön, dass ihr da seid. Und danke für die Unterstützung bei diesem kleinen Projekt. Bedeutet mir sehr viel. Das muss ich auch sagen, ist eines der Projekte, die wirklich seit über einem Jahr am besten laufen. Wir machen das ja schon ewig mit Medieval Dynasty. Aber wir haben keine Äxte. Haben keine Äxte. Und das werden wir jetzt ändern. Und ich habe mir gedacht, wir machen heute den Zaun unten fertig an der Farm. Weil wir haben nicht genug Grundholz und ich kann ja auch nicht die ganze Zeit nur Holz farmen, Holz farmen, Holz farmen. Dafür haben wir NPCs. Es ist Sommer, ne? Ja. Dann können wir nämlich runtergehen und dort die Felder vorbereiten. So. Dann haben wir auch wieder Werkzeug, weil mein Bauchgefühl sagt, dass sie kein Werkzeug haben. Genau so dachte ich es mir schon. Eisen haben wir wahrscheinlich auch keins. Eisenerz. Es gibt 4. So, das gibt 8 Eisen. Dann haben wir jetzt 2 Eisenäxte. Heute machen wir Eisenäxte. Kümmern uns ein bisschen um die Leute. Dass es ihnen gut geht. Dass sie sich wohlfühlen. Dass sie nicht wieder abhauen. Und da ein neuer Tag ist, suchen wir noch 3 Steine und machen das fertig, weil es mich voll nervt, wenn wir das Ding nicht fertig machen. Kennt ihr das? Dieser Hang dazu, dass alles perfekt sein muss und alles irgendwie fertig und wenn dann die ganzen offenen Projekte liegen, dann dreht man am Rad. So fühle ich mich manchmal. So, geht doch. Also der Eisenhammer ist schon geil. Damit kann man schon echt viel Sauerei machen. Geh weg! Ah, 8 Eisenerz. 8 Eisenbahnen. Da können wir überlegen, was für eine Story wir eigentlich in unser Drama reinsetzen. Machen wir eine lustige Geschichte, eine traurige Geschichte? Ich hab schon eine Idee. Aber leider wird dann so eine Geschichte auch nicht ewig lang, ne? So, jetzt hau ab und mache hier lieber eine Esse weiter. Oh Gott. Schneller den Baum zu fällen, als hier hin und her zu rennen, um Baumstämme zu holen. Und wieder ein Stück vom Haus fertig gemacht. Wir machen das so nebenbei jetzt immer so ein bisschen. Ja, die sind eh fertig. Was brauche ich denn für die Eisen? Brauchst schon viel Zeug, ne? Ah, wunderschöne Eisenäxte schmieden wir jetzt. Ich hatte gedacht, dass
weniger lustig, sondern mehr so dramatisch ist. Das Intro ist zwar ein bisschen witzig in seinem Aufbau, so ein bisschen, einfach ein bisschen krass ist das viel. Das soll überwältigend sein, einmal dieses Oha-Effekt. Und dann, ja, was soll ich sagen? Und dann den Rest halt nach Drehbuch. Aber was für eine Geschichte nehmen wir? Gute, schlechte, wilde, verrückte, lustige, traurige. Drama ist in der Regel traurig. Eine Idee, ne? Ich werde auf jeden Fall das abgeben und das abgeben. Und wir werden eine Eisenachse abgeben und eine behalten. Es wird Zeit, dass wir auch mal hier mit richtigem Werkzeug arbeiten und alles aus Eisen haben. So wie die anderen reichen Bürger aus den Nachbarstädten. Ich meine, uns gehört das alles hier. Das war Wahnsinn. Ja. Jetzt bauen wir natürlich den Zaun und fertig, wie versprochen. Ich nehme mal hier 250 Stöckchen mit und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Jawohl. Führ mich zur Arbeit. Führ mich zum Schotter. So sieht es aus in der Welt. Ich habe Vikings geguckt. Die ganze Netflix-Serie Vikings. Mega cool. Mega cool. Gefällt mir gut. Mir ist aufgefallen. Mir war aufgefallen, dass bei Vikings das Ende überhaupt nichts mit der wahren Geschichte zu tun hat. Ich habe ja auch die Bücher gelesen über die echte Entstehung. Und ich habe auch 11 der 13 Bänder oder 12 der 14 Bänder von Uhtreds Geschichte, The Last Kingdom, das letzte Königreich, gelesen. Auch die Serie Last Kingdom und die Bücher, die sind nicht überall gleich. Die sind nicht überall gleich. Auch da habe ich jetzt die letzte Staffel geguckt. Mega geil, mega geile Staffel. Richtig schön. Aber es ist wie bei Harry Potter. Die Filme und die Bücher, das sind zwei verschiedene Welten. Habe ich schon als Kind festgestellt. Wenn man finde ich schade, wenn man ein Buch verfilmen will, dann kommt leider immer ein bisschen was verloren. Aber hey, sie geben alle ihr Bestes. Das mit dem Unkraut da in der Mitte sieht scheiße aus. Aber hey, da kommt ja später die Mühle und dann kommen da Felder und ein Weg und dann sieht das alles wieder anders aus. Wichtig ist, dass wir dann erstmal den Zaun fertig haben. Eins nach dem anderen. Ah, ich liebe den Sommer. Wenn es nicht immer so warm wäre. Aber Sommer ist so Frühling. Eigentlich sind Frühling und Herbst so meine Lieblingszeit. Bei uns kommt ja auch langsam der Frühling. Draußen scheint wieder die Sonne. Wir kriegen wieder positive Temperaturen. Es macht Spaß, wieder draußen zu sein. Noch ein Ticken wärmer und man könnte sich morgens wieder genüsslich mit einem Kaffee und einem Butterbrot draußen auf den Balkon setzen und die Stulle vernaschen. Ja, ja. Und die Sonne genießen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Wenn ihr das seht, dann ist ja schon ein paar Wochen her. Weil ich vorproduziere. Es ist Sand geregnet vom Sahara-Sturm. Wir wissen Sahara-Sand. Meine Karre sah aus. Muss ich erstmal in die Waschstraße. Es ist wichtig, dass man da in die Waschstraße fährt. Wenn es jetzt so warm wird und die Sonne scheint und ihr dann den ganzen Sand auf der Karre habt, ist nicht gut für die Karosserie, Freunde. Aber die Karre sah aus, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Mir gefällt das auch, dass wir hier Wald drumherum haben um das Dorf. Das ist richtig gut. Hat mir auch bei Pribislavec immer gefallen bei Kingdom Come Deliverance. Schnell Zeit vergeht. Haben wir das Ding hier fertig?
Es hat fast eine ganze Woche Folge gedauert. Ja, Zäune bauen. Ich finde die aber auch mega schön, die Flechtzäune. Ich habe mir überlegt, irgendwann mal, wenn ich vielleicht etwas habe, was ich einzäunen könnte, dann könnte ich auch mal so einen Flechtzaun machen. Brauchst nur Weidenstöcke. Und dann flechtest du die halt, ne? Wäre auf jeden Fall cool, muss ich mir mal überlegen. Könnte man sich auf jeden Fall überlegen. Und wir können überlegen, ob wir die Fischerhütte zur Stufe 2 machen und davor, dass wir hier so eine Straße runterziehen und davor so ein kleines Fischerdorf machen. Das Dorf ist zu klein. Da oben sind wir schon am Ende. Wir kommen nicht mehr weiter dort. Wir haben keinen Bauplatz. Hier sind die Felder und ich glaube, dass wir mit den Feldern noch weiter nach oben gehen werden irgendwann. Und deswegen macht es Sinn, wenn wir hier erstmal so einen Weg machen und dann hoch zu der Fischerhütte gehen und da noch ein, zwei Gebäude bauen, wisst ihr? Vielleicht noch eine zweite Scheune. Im Süden von unserem Dorf hier haben wir keinen Platz, um Felder anzulegen. Hier haben wir noch Tiere und Tiere. Haben wir endlich mal Platz, um ein paar Tiere zu halten. Da macht das keinen Sinn. So, hier haben wir... Ich finde das so cool. Seht ihr das? Hier sieht man die Mauer um die Stadt herum. Und dann sieht man auch noch die Phalanx davor. Und das ist so cool gemacht, dass man jetzt auf der Karte die Mauer sehen kann und die alles, was da drumherum ist. Seht ihr das? Und da sieht man dann die Wege und Straßen. Und wie unsere Straßen jetzt zur Hauptstraße führen. Da ist die Fischerhütte und dann geht später hier der Weg runter und dann hier rüber. Mit den Feldern, hier kommt dann die Mühle hin. Wie viele Felder wir haben. Wir haben fast mehr Felder als bebautes Land. Und es reicht nicht, um die Leute satt zu machen. Wir haben auch wieder 20 Tierfutter gemacht und zack ist weg. Ach ja. Uns war ja schon klar, dass die Äste nicht reichen. Was wir, bevor wir angefangen haben. Gibt auch ein neues Projekt, das ich anpeile. Ich möchte ein kleines neues Spiel ausprobieren. Du bist auf dem Rücken einer riesigen laufenden Schildkröte. Ich habe dieses Spiel seit vielen Wochen schon, die Demo davon, bei mir in der Bibliothek. Aber ich kam noch nicht dazu, ein Angezockt daraus zu machen. Das werden wir auch demnächst mal machen. Also keine Sorge, es wird auch genug auf uns zukommen. Jetzt müssen wir sowieso mal was essen. Wieder ein Eimer mit Milch. Machen wir zum Abschluss noch. Nochmal einen Käse. Die haben die 30 Käse, die wir fressen. Wahnsinn. Eigentlich sollten wir den Käse verkaufen. Sollten ein Essverbot für Käse machen und den verkaufen. Käse wird so viel Geld einbringen später. Käse und Wein. Dann gibt es bei uns nur noch Käse und Wein. Wir leben wie die Franzosen. Wir leben wie Gott in Frankreich. Käse und Wein. Leute, damit würde ich nicht glücklich werden, aber hey. Zu der Zeit war man froh, wenn man ein schönes, saftiges Stück Käse hatte und nicht immer trockenes Brot. Ja. Also ist das. Ich bin auch am Überlegen, ob es sich lohnt, den Käse zu essen. Ja, einer geht noch. Der füllt einfach so den kompletten... Ach, Wahnsinn. So, haben wieder Käse gemacht. Ja, waschen sollten wir uns auch mal. Stinken schon richtig.
dauert so lange mit dem Baden. Irgendwann, wenn wir genug Güter und so haben, dann werden wir auch wieder dekorieren. Aber eins nach dem anderen. Erstmal gehen wir schlafen. Ein neuer Tag ist angebrochen im nebligen Reich des Vergessens. In unserem eigenen kleinen Oblivion. Ich habe immer wieder Bock, Elder Sword zu spielen. Ich finde es schade, dass so lange kein neuer Teil rauskam nach Skyrim. Ich würde mich so mega freuen. Aber naja, es ist wie es ist, ne, Freunde? Was haben wir noch von den Feldern? Ein kleines Bildchen machen. Zum Abschluss. Ja, Hans, siehst du das? Wenn nennt man Feldarbeit, Jung. Ey, hau dich ab! Boah. Und gehobelter Klotz. Gerade schöne Unterhaltung geführt und zack, haut der ab, der Drecksack. Aber, Freunde, in der nächsten Folge werden wir neue Abenteuer erleben. Wir werden weitere Sachen machen. Zum Beispiel müssen wir ein Nahrungsmittellager Stufe 3 bauen. Da können wir mal gucken, ob wir genug Zeug haben oder genug Zeug noch ansammeln müssen. Die Felder sehen schon ganz gut aus. Da wird überall ja später Weizen hinkommen. Sieht schon schön ausgesät. Also die Weizenernte wird gut laufen. Können wir überlegen, ob wir nächstes Jahr halt mal dick Brot machen. Der Wald ist schön dicht. Den lassen wir auch so. Da packen wir nichts an. Also überlegen wir mal, wo wir demnächst weiterbauen. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann, euer Toshi. Ciao.